Guck mal, das hatte ich eigentlich jetzt auch nicht. Das wollte ich auch nicht haben. So, das Kampfsystem finde ich tatsächlich erfrischend. Das ist ziemlich cool, aber mich stört tatsächlich etwas, dass man nicht springen kann. Okay, das ist sehr ungewohnt, in Spielen nicht springen zu können. Ich sollte ja auf den Laufenden halten. Mein Feuer am Tattoo geht im August weiter. Hab einen Termin bekommen. Natsu. Oh, geil. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Hast du Tattoos? Ja. Bis hier? Mein Arm ist jetzt seit letzte Woche fertig. Bis hier oben. Ja. War eine Qual. War eine Qual. Hier habe ich auch noch eins. Aber es geht noch weiter. Ich habe noch den linken Oberarm, habe ich noch einen Plan. Hier am Hals wollte ich noch was machen. Ja, ich habe noch ein bisschen vor mir. Das wird noch ein bisschen eskalieren. Das ist alles, was ich mag. Animes, Games, alles auf meinen Arm verewigt. Ein paar zieh, also so ein paar. Ja, es ist kein Open World, das Kampfsystem ist rundenbasierend, aber fühlt sich nicht starr an. Solange du Spaß hast, das ist das Wichtigste. So, ich wollte ja was verbessern. Ich glaube, ich mache erstmal das, ein Upgrade. 368, schade, dass es nicht 69 geworden ist. Das kann ich nicht verbessern. Kann ich upgraden. Boah, wie viel. Ich habe jetzt nur noch 98.000. Wie schnell das Geld runterrasselt hier. Das ist echt heftig. So. Also ich freue mich am meisten über die Tattoos. Also sie beinhalten meine Vorlieben, was mich geprägt hat. Ja, ist sie im Real Life, da ist das Geld auch schnell weg. Ja, das stimmt. Das stimmt. Gute Nacht, Dori. Sag mal, Dori, du wolltest doch, dass ich länger mache. Jetzt gehst du ins Bett. Sag mal, schäm dich. Was ist denn da los? Schwächelt der zuerst hier? Schlaf gut, Dori. Ich wollte es dir nur mal reinwürgen. Ah. Achso, ich wollte ja eigentlich woanders hin, ne? Hier habe ich ja nichts mehr zu erledigen. Der ist die ganze Zeit am Pumpen. Was heißt denn 30 LB? Das sind jetzt keine 30 Kilo, oder? Was heißt denn, das ist 30 LB? Ich wollte es eigentlich nach Laura Crest ausmachen. Hä? Nee, das Spiel macht nicht süchtig oder so. Das ist eine. Das ist eine 30 Pfund, glaube ich, also 15 Kilo. 15, okay. Ich krieg nur 10 hin. 15 ist mir auch zu. Ist mir noch zu hoch. Schätze ich, weiß es nicht. Wer ist Laura?
Dora ist tot. Das war irgendein Charakter, eine vermisste Person, die wir gesucht haben, aber die war tot. Also tot, lebendig tot. Wir haben sie jetzt tot gemacht. Wir haben sie erlöst. Sie war leider in der Polizeistation in der Zelle gefangen und da hat sich ihre Insassin, Mitinsassin verwandelt und sie gebissen und ja, sind sehr, eigentlich sehr traurig. Sehr trauriges Ende für sie. Für beide. Es sind 13,6 Kilo. Okay, das könnte ich vielleicht doch noch hinkriegen. Fünf übergroße Armknochen. Habe ich denn fünf übergroße Armknochen? Habe ich die jetzt zusammen? Ich muss mal gucken. Giftgallenblase. Drüse. Gene. Milz. Das ist schon echt eklig, was ich alles in meiner Tasche habe. Übergroße Armknochen. 12 Stück habe ich. Dann könnte ich doch die Aufgabe beenden. Mit dieser komischen Verrückten. Das klingt doch nach einem Plan. In Beverly Hills. Ja, ich finde es auch super herzlos. Auch sehr viel Spaß. Ich finde auch diesen Ladescreen super. Da, 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 da. Da, da. Oh Gott, jetzt muss ich schon wieder so viel niesen. Was ist denn jetzt los? Zombie-Kill immer gut, das stimmt. Dankeschön. Ich habe geschrieben, dass ich mich nicht mehr konzentrieren kann und dauernd sterbe und ich bin schon etwas weiter als so. So, was mit euch? Oh mein Gott, ich ertrage ihn nicht. The zombies aren't gonna know what's hit them, man. An epic rock anthem to send them marching into the next life. Ja, okay. Eine sehr weirde Familie. 369 ist gekauft. Hat mich überzeugt. Weil meins hat jetzt gerade durch Verbesserung 368 und das hier nur durchs Kaufen. Und das ist ein exquisiter Schlagring. Also verkaufe ich das und muss dann meinen neuen Schlagring verbessern. Das klingt auch sehr gut. Ich schreibe nicht Gesundheit, weil ich glaube, du niest süß. Nee, das klingt wie so ein Elefant. Upgrades. So, schauen wir mal. Du sollst es upgraden, du Spaten. Einmal das. Gewichtigkeit. Erhöht die Kraft, verringert dafür die Angriffsgeschwindigkeit. Okay. So, was haben wir denn hier alles? Schwere Angriffe auf Zombies, die von einem Statuseffekt betroffen sind, lassen diesen Effekt auch auf Zombies in der Nähe überspringen. Das klingt voll cool. Wenn du einen kritischen Treffer landest, besteht eine Chance, dass beim Aufprall eine Explosion ausgelöst wird. Das sehe ich mich. Explosion und Feuer, das ist voll meins. Da wackelt das ganze Haus. Ja, das stimmt. Ich habe mich gerade fett genannt. Ja. Yep. Du bist fett. Ja. Wow, okay. Die Schlagringe sind jetzt so eine andere Liga jetzt. Sind echt. Wie viele Story-Quests hast du schon? Ich glaube nicht viel. Sieht man das hier irgendwo? Also das ist jetzt meine aktuellste Blood Drive. Story-Quest empfohlene Stufe 20. Ich habe auch Stufe 20.
Ich soll mein Blut in den CDC zentral am Strand testen. Das ist die aktuellste. Also, nicht. Weiß ich nicht. Es geht. Ein paar haben wir schon gemacht, ja. Aber ich erkunde auch und Nebenaufgaben mache ich auch sehr gerne. So wie jetzt gerade. Mit dir habe ich nicht geredet. Ich trete dich. Hallo, ist hier noch jemand? Ich habe doch hier oben noch jemanden gesehen. Guck mal. Happy Birthday. Happy Birthday for you. Bringe extra Kuchen mit. Komm mir nicht zu nahe. Tropfende Implantate. Ih, ich habe ihre tropfenden Implantate. Beherrsche ich mal. Und deine Autobatterie. Wir sind die besten Freunde. Betty-chan. Ich nenne die Batterie Betty-chan. Ernsthaft jetzt? Noch mehr Tropfenimplantate, cool. Ich kann jetzt eine Schönheitschirurgie aufmachen für Implantate. In der Zombie-Apokalypse, da sehe ich mich. Ich habe auch die richtigen Utensilien, warte mal, wo ist denn da? Damit schneide ich dann alle auf. Warum so viel Chan? Ich verniedliche sehr gerne Dinge. Einfach so, ich weiß nicht warum. Brecheisen. Ich breche auch gleich, weil ich alles süß finde. Teil runter! Okay. Habe ich es mir jetzt eigentlich nicht vorgestellt, aber... Malt sie gerade mit einer Hand? Mit einem Arm? Oh, wie süß! Ich tue das! Ja. Schädelspießer. Oh, was? Das klingt interessant. Zeig mal. Schädelfähigkeit. Warte mal. Triff einen Zombie mit einer Waffenwurf am Kopf. Eine mächtige Explosion auszulösen. Okay, das klingt auch sehr böse. Achso, ich kann bei ihr Sachen kaufen. Ich gar nicht. Sagt sie mir jetzt erst? Oh, my, yes.
That is glorious. Ja. Ich meine, dass sie das mit so einem Unterarm gemalt hat. Was? Ich glaube, die ist ein bisschen durch. Ich meine, ich kann es verstehen in dieser Apokalypse, aber... Sollte mich ein bisschen fernhalten. My creative spark. Wow, is the artist whose genius has wilted. Wait. That gives me an idea. Das ist dein künstlerischer Funke ist weg. Was denn jetzt? Ich geh mal. Vielleicht will sie später noch mehr Körperteile haben von Zombies. Ich glaube, die spinnt. Ich hatte doch hier auch noch irgendwelche sauberer Klau. Ich muss irgendwo in einem Pool. Warte, Poolreiniger Obi hat sich an einen unhöflichen Kunden gerecht, indem er ein Erbstückschwert gestohlen hat, folge den Hinweisen, die er auf seiner letzten Runde zu den Pools von Beverly Hills hinterlassen hat, und stiehl es selbst. Das Problem ist, hier sind sehr viele Pools. Weiß ich, welchen die jetzt. Welcher wird denn jetzt gemeint sein? Keine Ahnung. Hier ist keiner. Da ist ein Pool. Die sind halt überall. Das ist da, wo diese verrückte Familie wohnt, glaube ich. War das nicht hier? Da ist ein Sicherungskasten. Den habe ich noch nicht aufgemacht. Schauen wir uns das erstmal an. Okay, da ist ganz viel Party. Wie sieht es eigentlich aus mit ins Bett gehen? Ja, gleich. Ich weiß, wir spielen das Spiel am Freitag wieder, Open End, weiter. Aber es ist immer so schwer, sich zu lösen. Eigentlich wollte ich sie längst ausmachen. Ja. Wow, was? Hä? Was war denn das jetzt? Oh, die Scheiße. Eine Feueraxt. Plötzlich war ich da. Einfach so gespawnt, wie dieser Zombie hier gerade. Nach oben. Was macht ihr da? Ich glaube, der hat ein bisschen Langeweile. Ich erlöse sie mal.
Hello. Ist, ja, kann man jetzt nicht Pool nennen, ne? Das ist einfach so ein dekoratives. Hier ist ein, denke ich mal, ein Pool. Aber wo soll ich denn jetzt hier Hinweise finden? Also ich weiß nicht mal, nach was ich für Hinweise denn suche. Das lange Stream ist ja auch keine Seltenheit. Das stimmt. Ja, das stimmt. Spin-Theorie. Das Leben zur Hölle an Reginald White. Reggie, ich verliere hier noch meinen verdammten Verstand. Der Besitzer war eben hier und hat behauptet, dass ich mit dem Tennisplatz etwas nicht stimmt. Er sagte, das Netz müsse entlang der verdammten Erdachse ausgerichtet sein, damit es in Richtung der magnetischen Pole weist. So könnte er über die Feldlinie aufschlagen und mehr Spin bekommen. Also sollen wir alle um 30 Grad drehen. Ich sagte eins, Reg, noch so eine Nummer und ich richte diesen Typen entlang der verfickten Erdachse aus. Der Scheiß wirft uns 3 Wochen zurück. Also sorgt dafür, dass noch heute auf die Rechnung gesetzt wird. Ich krieg bei den verdammten Job nochmal einen Schlaganfall. Uff. Okay, das sind ja extreme Sonderwünsche. Ja, das ist eine kopflose Aktion gewesen, my lady. Tschö mit Ö. Warum? Es ist spät, da kommen halt dumme Witze jetzt. Ja, das lange Stream ist am Freitag wieder. Da haben wir wieder Open End. Heute ist eigentlich kein Open End, aber es ist irgendwie so spontan passiert. Freitag geht's dann wieder mit dem Spiel weiter. Wir haben vorher Sons of the Forest gespielt. Es ist mir dann irgendwie heute andauernd abgestürzt. Weiß ich nicht, was da heute los war. Boah, die Aussicht ist ja geil. What the? Warum? Willst du mich jetzt verarschen? Die steht hier und ist... Das ist jetzt fast mein Todesurteil gewesen, ja? Das ist ja... Nee. Nee. Wo ist ein Zombie? Muss ihm eine Batterie in den Kopf werfen. Oh, da sind sogar mehrere von denen. Hier, halt die Kusche. Kannst du direkt noch Feuer haben, bitteschön. Ja, die kriegt man auch so schnell tot mit einem Kopfschuss. Da freue ich mich auf Freitag. Ich freue mich auch. Noch mehr Feuer, Verderben und Harry. Oh, wow, da bin ich aber gerade richtig verzogen. Hallöchen. Wiedersehen. Haufen Implantate. Wo hat der jetzt Implantate? Ich frage einfach nicht. Das nicht. Das muss weiter die Straße entlang sein. Und zwar hier. Wetten, du stehst auf? Warte ab gleich, wenn ich das jetzt hier hoch mache. Alles voller Fall. Ernsthaft?
Da ist alles voller Fallen. Cool, hat sehr viel gebracht. Nice. Dead Island habe ich noch nicht geschnitten. Also ja, ich bringe alles auf YouTube. Habe sogar meine ganz alten Let's Plays drauf. Aber Dead Island habe ich noch nicht geschnitten. Ich habe gerade andere Projekte am Laufen, aber das kommt alles noch. Das ist alles, kommt alles nach und nach. Das mache ich halt partweise. Wow, schöne Schrotflinte. Dick. Ah, die sieht ja geil aus. Mit dieser Gravur. Schick. Sehr hübsch. Cool, dass ich eigentlich mein Inventar einfach so voll ist, dass ich alles fast wegschmeiße. Ach, wer bist du denn jetzt? Was willst du von mir? Aber nichts mehr, ne? Ich wüsste jetzt echt nicht, wo ich das finden soll mit dem. Geldkassette. Ich kann ja gucken, ob ich vielleicht den, zufälligerweise den Schlüssel habe. Ich bin auch gerade mit Shotgun. Bist du gerade am Hunten? Boah, wie krass das schallt. Ich finde das richtig super. Dieser Effekt. Damit lockst du halt noch mehr an, weil es mega laut ist. Sehr geiles Detail. Wow! Wow, 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 wow! Wow! Okay! Heilige! Hau ab, du! Das ist ja eine Assi-Falle gewesen! Boah, das ist ja böse! Ich hab's dann noch reagiert, aber es brennt bei beiden Seiten. Super. Darüber? Nein. Ich hoffe immer noch, man hat es bei zwei Shots in der Hand bei dem Game. Ich fände es auch sehr geil. Noch ein bisschen crazy mit den Waffen rumhantieren, basteln. Das fehlt mir noch ein bisschen. Ernsthaft jetzt? Kannst dich gleich wieder hinlegen. Streitkolben. Ich wollte 38 Meter. Wo ist denn das jetzt?
Alles klar, Reno. Danke, dass du da warst. Also schlaf gut, ich glaube, ich mach ähnlich aus. Gute Nacht, Captain Herzlos. Willst du nicht arbeiten, fauler Hund? Achso, du meinst okay, ja. Er arbeitet doch. Als Mod. Er arbeitet sogar doppelt. Ey, ich bin gerade dezent verwirrt. Markierung sagt jetzt wieder da nach oben. Okay. Wow, wo kommt ihr denn alle her? Hi, 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 hi. Ich muss nicht arbeiten, okay? Ich vermiete. Sollen die alle arbeiten? Wow. Yami ist wieder sehr, sehr nett. Kennt man nicht anders von ihm. Sie wollen mich angreifen. Vorschlagkammer, schön. Versuch's mir zu merken. So, wo ist jetzt hier? Ist unten? Oh nee, ich muss jetzt nicht nach unten, oder? Ich dachte gerade, da liegt irgendein Wiener Würstchen. Weil man nur irgendwie so ein Stück Haut gesehen hat, so ein bis es sich bewegt hat. Naja. Fleisch ist es ja. Das will keiner. Ich wette, ich habe immer noch nicht den Schlüssel dafür und gehe jetzt hier voll umsonst runter. Oh. Wir sind doch nicht umsonst hier gewesen. Wette verloren. Echt cool. Neue Waffe.
Au! Das hat gewumst. Heilige Scheiße. Ich meine, guckt euch das mal an, wie das aussieht. Wartet. Da sind einfach Nägel und alles dran. Ne? Und Stacheldraht. Das ist ja schon eine böse Waffe. Autsch. So muss das. Oh ja. Ich kann ausspucken. Tu. Da liegt auch was Exquisites. Das sieht aus wie so eine... Ganz viele coole Waffen gerade. Pfui aus. Das macht man nicht. Gerotzt. Oh, da tun mir gerade die Kniescheiben weh, wenn ich daran jetzt. Mm. Ist gerade weggeknickt, das Aua. Aufgeblähte Milz. Mm. All die neuesten Schuhe in weiß. Ja, unsere Schuhe sehen auch aus, als ob die frisch gekauft wurden. Oh, voll daneben geworfen. Oh, 411 macht die Schaden. Das ist schon krass. Nicht schlecht. Zeig ich mal, die brauche ich nicht. Bisschen Lager irgendwo. Im Haus. Ah, hier. Cool, dann packe ich mal was weg, und zwar die hier. Die Schroti. Peggy behalte ich, Peggy ist super. Peggy 18. Peggy Bundy. Oh, I'm too dead to die. Pow, pow, pow. Boom! And LA is safe. Ich laufe in die Horde der Zombies. Hey, Jesse? Get your own beer. Can we, like, talk? I already told you. We can't make a hot air balloon out of duvet covers. No, look. I know I'm not, like,
your absolute first choice guy to be with your mom. And hey, you're not exactly the easiest person I ever met neither. But I love Roxy. I want this to be forever. So that means you and me have to, you know. Woo! I love this one! Play it louder! Ja, lock alle Zombies an. Das ist eine sehr gute Idee. Mom was sensible before you came along. She's happy. Don't you want that? Of course, but... I'm not the sharpest tool in the box. I get it. But I know, people gotta be who they want to be, even moms. Oh God, he might actually be right. But that means I gotta respect who you are too. And I know if we're gonna get through this, we need your smarts. So how about you be like our manager? Okay. Die haben immer sehr... I checked the beer supply. We're still good. Cool, er hat sie eigentlich zur Alkoholikerin gemacht, ne? Weil das erste Mal, wo wir die getroffen haben, beide total besoffen und am Kotzen. Und ich glaube, das ist hier so Alltag. So, I make the rules. And if you break them, you're grounded. I guess. And grounded means no drinking, smoking, or you know what, with mom. That's like everything, though. No playing your guitar at 3 a.m. No setting fire to anything. And when you and mom feel the urge, you give me enough time to get my headphones on full volume. Okay? Okay. And you have to write me a song. Okay? Oh, Jesse, you have got yourself a deal. Ich spreche, ich will dich. Nein. Nein.